Deshalb arbeitet man parallel an der Technik, aus Hautzellen komplette Tiere zu klonen. Das ist doch irre. Wie geht sowas? Es wird Zeit, dass du ein Like und ein Abo da lässt. Check mein Partner Just Stations aus. Und was ist das? Ist das der Gaming-Stuhl von Adept? Ich glaube, ich spinne. Alles verlinkt in der Videobeschreibung natürlich. Was geht ab, Leute? Zeus hier. Willkommen zu Jonas. Ist das Nashörner ausgestorben? Ja, Nashörner, Leute. Ich habe mal gehört, diesen Fact, dass irgendwie, wenn wir Kinder kriegen oder so, könnte es eine Welt sein. Die nächste Generation sozusagen. Also ich glaube, ich bin eigentlich schon im Alter, wo ich Kinder haben könnte. Aber die nächste Generation, die könnte schon ja Nashörner gar nicht mehr kennen. Weil irgendwie angeblich sind die schon jetzt dann bald ausgestorben irgendwie. Habe ich gehört, dass es so ein Urtier dann irgendwann ist. Also irgendwie voll krass, aber egal. Vielleicht ist auch voll Quatsch, was ich hier laber. Wir schauen rein, Jonas weiß bestimmt mehr. Los geht's. Leute, mein Name ist Jonas Ems und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Das Video heute wird, wie ich es immer sage, super spannend. Das Aufregende ist heute, dass wir alle sicher eine Menge dazulernen werden. Wir haben nämlich heute zwei richtig tolle Gäste mit dabei. Das freut mich persönlich natürlich auch immer nochmal mehr, weil ich dabei auch erst recht nochmal eine Menge lerne. Also über das Recherchieren hinaus. Und das Coole ist, wir haben heute sogar einen Markenpartner mit dabei, aber das passt sehr gut. Das ist also hier nicht einfach random gewählt. Und zwar wird dieses Video unterstützt von unserem guten alten Freund Rhino Shield. Kennt ihr vielleicht gerade von Seven vs. Wild oder auch damals noch von... Ja. Wird ein Projekt mit Rhino Shield unter Spende von 20.000 Euro unterstützt, das das nördliche Breitmaulnashorn vom Aussterben retten soll. Wobei das nördliche Breitmaulnashorn eigentlich sogar schon offiziell als ausgestorben gilt. Warum das so ist, das lernen wir jetzt in diesem Video. Ja, weil ich glaube, wenn nur noch so und so viele Tiere existieren, dann ist es schon ausgestorben. Vielen Dank an Rhino Shield. Jetzt zum Black Friday könnt ihr dort nochmal 60% sparen. Und ich habe diesen Rabattcode für euch, wo ihr nochmal 10% sparen könnt. Alle weiteren Infos dazu sind unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, jetzt kommen wir aber mal zu dem Thema und dem Grund, warum Rhino Shield das Video hier mit mir aufnimmt. Ich bin aber, wie ich das eben schon erwähnt habe, in diesem Video nicht allein, sondern mit dabei ist Karim. Den kennt ihr vielleicht auch. Das ist der YouTube-Tierarzt, würde ich sagen. Warum habe ich das so ein... Erst Tierarzt. Ich weiß nicht, warum ich das so in Anführungsstrichen gesetzt habe. Weil YouTube-Tierarzt vielleicht so komisch klingt. Also er ist richtiger Tierarzt, aber er macht hier super spannende Videos auf YouTube. Ich habe mich richtig gefreut, dass diese Zusammenarbeit entsteht. Ich gucke mir seine Videos super gerne an. Eventuell nur Weibchen. Nee, irgendwie habe ich irgendwas gehört, wenn man Population so und so wenig ist, dann kann es nicht mehr klappen irgendwie. Dann funktioniert das irgendwie nicht mehr. Aber egal, wir wissen es gleich. Das solltet ihr auch unbedingt mal tun. Ein großartiger YouTuber, lernt ihr gleich eben, wie gesagt, auch noch kennen. Und mit dabei ist auch Steven Seeth. Er ist Leiter der Wissenschaftskommunikation am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Und wir haben ihn interviewen dürfen, um nochmal ein paar spannende Sachen für dieses Projekt rauszufinden. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den spannenden Fakten. Kapitel Nummer 1, allgemeine Fakten zur aktuellen Situation. Ich habe eingangs schon erwähnt, es geht um das nördliche Breitmaulnashorn, was ja auch übrigens gut zu Rhino Shield passt, vom Namen her Rhino Shield. Deswegen ergibt sich jetzt vielleicht auch, warum für dieses Projekt gespendet wird. Die Breitmaulnashörner gehören zu den größten Nashörnern und sind sogar das viertgrößte landlebende Säugetier. Das Breitmaulnashorn unterteilt sich in zwei Unterarten, das nördliche Breitmaulnashorn und das südliche Breitmaulnashorn. Nördliche Breitmaulnashörner leben in Ost- und Zentralafrika, während südliche Breitmaulnashörner in Südafrika vorkommen. Beziehungsweise nicht in Südafrika, sondern im südlichen Afrika. Das ist ein Unterschied. Ich habe es gerade selber wieder falsch gemacht. Von den südlichen Breitmaulnashörnern gab es bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade mal einen Bestand von unter 100 Tieren. Durch intensive Schutzmaßnahmen konnte der Bestand aber wieder auf 15.000 Tiere erhöht werden, was natürlich großartig ist. Leider sieht es bei dem nördlichen Breitmaulnashorn, und das ist das Breitmaulnashorn, um das es in diesem Video geht, leider sieht es bei dem ziemlich anders aus. Denn ganz offiziell gilt es als seit 2009 in freier Wildbahn ausgestorben. 2018 wurde das letzte Männchen namens Sudan eingeschläfert aufgrund von altersbedingtem Leiden. Und seitdem existieren weltweit nur noch zwei Weibchen. Also die letzten Individuen vom nördlichen Breitmaulnashorn. Das sind wie gesagt zwei Weibchen. Das ist einmal die Tochter und einmal die Enkelin von Sudan. Und die können sich auf natürlichem Weg eben nicht mehr reproduzieren. Ist ja klar. Zwei Weibchen, da kann nichts mehr rauskommen. Und deswegen gilt eben seit 2009, dass das nördliche Breitmaulnashorn offiziell ausgestorben ist. Doch schauen wir uns gerade mal ganz kurz an, warum das nördliche Breitmaulnashorn überhaupt ausstirbt. Kapitel Nummer 2. Gründe für das Aussterben. Der Hauptgrund für das Aussterben ist tatsächlich ein einfacher Grund. Und wer meine alten Videos kennt, der weiß, ich habe es immer und immer wieder erwähnt, wie drastisch das Problem ist. Es ist der illegale Tiermarkt, beziehungsweise der illegale Handel auf diesem Wildtiermarkt mit Tieren oder eben Körperteilen von den Tieren. Es ist die Wilderei, das heißt das illegale Bejagen dieser Tiere. Das ist der Hauptgrund dafür, warum dieses nördliche Breitmaulnashorn ausgestorben ist. Es gibt halt lauter verrückte Annahmen und Theorien darüber, was das... Das Horn, ja, dass das gesund sein soll, dass das Heilkräfte hat und so weiter. Dann hat man die Tiere getötet und nur das Horn mitgenommen und die Tiere aber ausbluten lassen. Voll irre irgendwie. Das Horn, also das Material des Horns. Glaube ich sogar Aphrodisiakum, also dass das geil machen soll, also auch so Viagra-mäßig helfen soll bei Sex. Von so einem nördlichen Breitmaulnashorn, was das für eine Wirkung haben soll. Da geht es darum, dass das Horn in pulverisierter Form fieberlindernd sein soll, entgiftend, krampflösend und seit neuesten Theorien sogar krebsheilend. All das ist wissenschaftlich gesehen Quatsch, konnte nie nachgewiesen werden. Aber das Horn, dieses Nashorn, ist super viel wert. Das gilt als selten und vor allem als teuer und entwickelte sich dadurch gerade in neuester Zeit, vor allem in der aufstrebenden reichen Mittelschicht asiatischer Länder, quasi zu einer Art Statussymbol. Solche Hörner bzw.
diese Hörner in pulverisierter Form. Hast du natürlich jetzt nicht nur ausschließlich Asiaten schuld, also nicht falsch verstehen, dass diese Tiere gewildert werden, die Schuld trifft da auch ganz viele andere Länder und Kontinente. Und dazu habe ich auch schon ein ganzes Video gemacht zum Thema Tiertourismus. Es ist ein sehr trauriges Kapitel. Also man kann im Grunde ausschließlich den Menschen dafür verantwortlich machen, dass dieses Tier als ausgestorben gilt. Aber ich sage die ganze Zeit, es gilt als ausgestorben. Was bedeutet das genau? Gibt es eine Chance, dass das nördliche Breitmaul-Nashorn und seine Art vielleicht doch überlebt? Dazu jetzt in Kapitel Nummer 3. Der Versuch, die Art zu retten. Hier kommt jetzt das Projekt des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ins Spiel, das euch jetzt Steven mal ganz kurz genauer vorstellt. Was wir vorhaben, mittels zweier Forschungsansätze wollen wir diese Art trotzdem noch retten, erhalten und eine Population aufbauen. Der erste Ansatz, dabei geht es darum, Eizellen von den noch lebenden Weibchen zu gewinnen. Dann wollen wir Spermien nehmen, die wir noch bei uns im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius lagern. Diese Spermien verabreichen, dadurch Embryos erzeugen. Und diese Embryos kann man dann auch wieder im flüssigen Stickstoff lagern. Da waren wir schon erfolgreich, denn bisher haben wir es geschafft, 22 reine nördliche Breitmaulnashorn Embryos sicherzustellen. Der zweite Ansatz ist ein bisschen herausragender und herausfordernder. Da geht es darum, aus Hautzellen von diesen nördlichen Breitmaulnashörnern Gameten, das heißt auch wieder Eizelle Spermium, zu erzeugen. Das kann man? Ist ja irre. Und daraus dann Embryos zu erzeugen. So, das Problem jetzt an dieser geringen Anzahl mit Embryonen ist, dass die Trächtigkeit des nördlichen Breitmaulnashorns 16 Monate beträgt. Insane. Fast doppelt so lang wie die Schwangerschaft eines Menschen. Und man, das ist ja schon eine super lange Zeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem eingepflanzten Embryo tatsächlich ein Nashorn wird, liegt bei gerade mal 20%iger Erfolgschance. Das heißt also, der Aufbau einer Population mit derzeit etwa 20 vorhandenen Embryonen, das würde enorm lange dauern. Dazu sagt Steven aber Folgendes. Deswegen ist das Ziel, ganz viele Embryos herzustellen und diese gleichzeitig in ganz verschiedene Kühe einzusetzen. Und zwar in Kühen der Schwesternart, das ist das südliche Breitmaulnashorn. Das heißt, aktuell geht es vor allem um die Produktion von Embryonen. Und Karim kommt jetzt auch ins Spiel, wird euch jetzt mal erklären, was die nächsten Schritte des Projekts sind. Bitte schön, Karim. An dieser Stelle müssen wir mal darüber reden, wie abgefahren die Wissenschaft hinter diesem Projekt eigentlich ist. Steven meinte ja schon, dass die Embryonen des nördlichen Breitmaulnashorns unfassbar wertvoll sind. Und deshalb wurde die Technologie des Embryonentransfers erstmal bei den südlichen getestet. Dort hat alles super... Ich weiß ja nicht, ist schon cool, aber was man alles machen kann. Aber irgendwie fände ich das Geld vielleicht besser investiert, wenn man Schutzgebiete für andere aussterbende, bedrohte Tierarten richten würde. Das Ding ist, generell ist das ja eine Moralfrage. Also ich mache jetzt mal kurz mal hier eine Klammer auf und ich hoffe, dass nicht irgendjemand das hier persönlich nimmt. Aber ob Aussterben schlimm ist oder nicht, das ist ja Empfindungssache. Also theoretisch könnte man ja auch egoistisch denken und sagen, ist es denn für den Menschen wichtig, ob es Nashörner gibt oder nicht? Und wenn die Antwort ist, nee, kann uns vollkommen egal sein, gibt es ja keine mehr, könnten wir ja auch einen Fick geben. Das heißt, theoretisch ist es ja eh schon eine Art der Nettigkeit oder eine Art der Güte, dass wir sagen, wir wollen das nicht, wir finden das schade, wenn es einfach gewisse Tiere nicht mehr existieren, wäre cool zu sorgen. Also vor allem fühlen wir uns schuldig. Das ist etwas sehr Schönes eigentlich, weil könnte uns auch egal sein aus egoistischen Gründen. Das heißt, ich fühle mich schuldig, dass ein Tier wegen uns vor allem ausstirbt. Weil Tierarten sterben sowieso aus, das kann man nicht verhindern. Sterben ständig Tierarten aus. Aber die Frage ist halt, sind wir daran schuld und sind wir effektiv daran schuld oder sind auf natürliche Form schuld und so. Und gerade wenn man halt, sagen wir mal, Landstriche komplett wegmacht und dann plötzlich, ja, gibt es die ganzen Tiere da nicht mehr und können nicht mehr überleben, ja, dann kickt er manchmal die Schulter rein. Erlöst die Nashörner! Und das ist halt schon so interessant, finde ich. Also nur mal so die Gedankengang, so, dass halt der Mensch da sagt so, ich will das retten, so, ich will hier eingreifen, ich will das sicherstellen, so. Ja, ein bisschen Gott spielen auch auf irgendeine Weise, oder? Das finde ich vor allem bei so, wie eine ganz andere Klammer, aber wenn wir jetzt so Sachen kombinieren, weil meine Idee war so, kann man nicht vielleicht so die Spermien von einem südländischen, Südnashorn-Dingsbums nicht nehmen und das bei der weiblichen Eizelle einpflanzen? Kann es nicht funktionieren, dass man so eine Art Kreuzung erstellt, so wie es bei Hunden ja auch macht und so weiter? Aber es wäre auch schon wieder sehr, sehr Gottspielerei auf irgendeine Weise, ne? Aber ja, mein Gott, vermutlich geht das nicht, aber darauf wären die auch gekommen. Super geklappt und jetzt wird die gleiche Technologie mit den Embryonen des Nördlichen umgesetzt. Man sammelt zwar weiter Eizellen der letzten beiden Weibchen, aber auch das wird irgendwann nicht mehr gehen, weil die halt alt sind. Und deshalb arbeitet man parallel an der Technik, aus Hautzellen komplette Tiere zu klonen. Das ist doch irre. Wie geht sowas? Das klingt zwar wie Science Fiction, ist aber Realität. Vor wenigen Monaten wurde diese Maus hier nur aus Hautzellen geklont. Jupp, gefriergetrocknete Hautzellen.
einfach aus der Haut raus, die haben ausgereicht. Und das ist... Kann man auch einen Menschen klonen? Geht das? ...völlig abgefahren und öffnet den Weg dafür, die gleiche Technik bei anderen Säugetieren anzuwenden. Zum Beispiel eben bei unseren Rhinos. Und nur als Beleg dafür, dass hier Nerds wie wir am Werk sind, die geklonte Maus, die hieß Dorami, benannt nach der Roboterkatze aus dem Manga-Klassiker aus den 70ern Doraemon. Auf jeden Fall kommt diese Technologie gerade rechtzeitig. Denn die Gene, die sind ja das eine. Verhaltensweisen sind aber etwas komplett anderes. Nördliche Breitmaulnashörner haben eine eigene Lautsprache und ganz eigene Verhaltensweisen, die man eben nicht klonen kann. Und deshalb beeilen sich alle WissenschaftlerInnen, so schnell wie möglich Nachwuchs zu schaffen, der von den letzten beiden lebenden Weibchen lernen kann. So, jetzt müssen wir aber Folgendes beachten. Sollte es tatsächlich möglich sein, dass wieder eine Population aufgebaut wird, muss man natürlich auch was gegen die eigentliche Ursache tun, die quasi überhaupt erst zu diesem Problem, also dem Symptom geführt hat, dass das nördliche Breitmaulnashorn vom Aussterben bedroht ist, und zwar eben gegen die Wilderei. Dazu sagte uns Steven Folgendes. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die diese Ursache bekämpfen, dass Wilderei nicht mehr in dem Umfang stattfindet. Einerseits... Also vor allem das ist halt bei uns, da verstehe ich schon, dass man sagt, das ist halt unnötig. So, warum jagt man Nashörner? Wegen diesem blöden Horn. So, welcher Penner hat diesen Mythos rausgehauen, dass das Horn irgendwie heilend, fördernd, verbessernd ist? Oder wer hat gesagt, dass das Ding was wertvoll ist? Auch Elfenbein, also die Hauer von Elefanten. Warum ist das was wert? So, wer kommt auf diese blöde Idee? Warum will man da Geld bezahlen für... geht es darum, um Aufklärung, Wissenstransfer zu betreiben, die Wichtigkeit von Schlüsselarten darzustellen und auch unter Wilderern verbreiten, wie wichtig es ist, diese Arten zu erhalten. Darüber hinaus wird es natürlich gerade bei diesen Tieren bestimmte dezidierte Schutzprogramme. Die letzten beiden Nashörner werden zum Beispiel 24 Stunden, also bewaffnet, Garde bewacht. Zusätzlich gibt es noch eine Hundestaffel. Und tatsächlich ist das eine Herausforderung. Wenn wir erfolgreich sein sollten und eine Population aufbauen können, dann geht es im zweiten Schritt auch darum, ein passendes Habitat zu finden, das auch ausreichend Schutz bietet, dass diese Population nicht gleich wieder gewildert wird. Außerdem arbeitet das Leibniz-Institut gerade... Das wäre natürlich geil. Man klont so ein paar Nashörner und wenn sie weggeschnachtet, dann ist so gut. An neuen Projekten zur Eindämmung von Wilderei. Wir sind da mal gespannt, was auf uns zukommt. Karim wird jetzt aber gerade noch mal genauer erklären, warum ausgerechnet das nördliche Breitmaulnashorn für dieses Projekt ausgewählt wurde. Also, bitteschön, Karim. Eines muss man mal ganz klar sagen. Die größte Kritik am Rhino-Projekt ist ja eben das Rhino. Warum sollen wir denn so viel Geld und Zeit darauf verwenden, um ausgerechnet das nördliche Breitmaulnashorn zu retten? Gute Frage. Wir haben doch das südliche. Reicht das nicht? Jein. Lass mich erklären. Das nördliche Breitmaulnashorn ist eine sogenannte Regenschirmtierart. Das bedeutet, dass viele andere Tierarten von ihm abhängen, sozusagen unter seinem Regenschirm geschützt sind. Das fängt damit an, dass Breitmaulnashörner, wie Schafe, ganze Flächen abgrasen und damit überhaupt erst ermöglichen, dass die Savanne so aussieht, wie sie eben aussieht. Ohne Rhinos würde hier alles zuwuchern, was anderen Tieren wieder die Nahrungsgrundlage wegnehmen würde. Dann dient der Kot der Rhinos als Lebensraum für Käferarten. Das hängt alles zusammen, ne? Nimmst du ein Zahnrad raus, geht die Maschine nicht mehr. Die wiederum selbst wichtig für das Ökosystem sind und so weiter und so fort. Vielleicht ließe sich das alles durch das südliche Breitmaulnashorn ersetzen. Wir wissen es aber nicht, weil es eben zu viele Variablen gibt. Hier ist der Punkt. Ökosysteme, die sind wie ein ultrakomplexes Jenga-Spiel. Jeder Stein ist eine Tierart und jede Tierart trägt dazu bei, dass der Turm stehen bleibt. Durch den rasanten menschengemachten Klimawandel entfernen wir Menschen gerade extrem viele Steine auf einmal und das ganze Konstrukt wird sehr instabil. Es kann sein, dass der Stein nördliches Breitmaulnashorn nicht zum Einsturz des Turms führt. Vielleicht aber doch. Viele werden auch sagen so, was macht der Mensch dauernd falsch? Aber ich glaube auch, natürlich kann das manchmal auch passieren. War das nicht so, dass beim T-Rex, irgendwas mit Dinosaurier habe ich im Kopf, dass da auch mal so war, dass ein Jäger war zu stark und da hat der konnte zu viel wegfressen, dann ging ihm das Futter aus und dann ist so eine Art ausgestorben komplett irgendwie. Also es kann natürlich auch so passieren, dass manchmal so Dinge auch von Natur aus dem Gleichgewicht laufen und dann steht einfach ein krasses Sterben und neue Tierarten müssen sich an irgendwie ein neues System aufbauen und so. Aber klar, der Mensch ist natürlich nochmal, der ist schon Rekordhalter, was dran angeht, so Dinge in Rekordzeit vor allem zu verändern. Also da sind wir natürlich nochmal ein bisschen begabter, wenn es darum geht, Dinge aus dem Gleichgewicht zu bringen. Rauszieht. Wenn der Turm erstmal zusammenbricht, dann geraten Ökosysteme außer Kontrolle. Manche Tiere nehmen Überhand. Es entwickeln sich verheerende Krankheiten. Und wie sich genau das anfühlt, das haben wir die letzten Jahre mit Corona ganz genau gespürt. Wir müssen also dafür sorgen, dass möglichst viele Arten im Jenga-Turm drin bleiben. Schon um unser eigenes Überleben zu sichern. Danke dir, Karim. Kommen wir damit auch schon zum nächsten Kapitel. Kapitel Nummer 4, die Wichtigkeit des Artenschutzes. Warum Artenschutz auch für uns Menschen ganz wichtig ist, das erklärt Steven hier ganz gut.
weil es eine Frage halt eben so. Ist es die Aufgabe des Menschen? Also aus egoistischer Sicht her. Artenschutz ist wichtig, weil Arten Teil eines Ökosystems sind und nur intakte Ökosysteme können uns optimalerweise sauberes Wasser, frische Luft und Nahrungsmittel liefern. Wenn Ökosysteme gestört sind, wir sagen, man nimmt verschiedene Arten raus, weil man sie tötet, aus welchem Grund auch immer, führt das dazu, dass diese kaputten Ökosysteme nicht mehr funktionsfähig sind. Gemerkt haben wir das sehr leidvoll mit dieser Pandemie von Covid-19. Das basiert auf gestörten Habitaten und das kann enorme wirtschaftliche Verluste bedeuten, aber auch für Existenzen ist das bedrohend. Ich mache mir, darum geht es ja in meinen Videos hier auch, hier geht es ja nicht nur um Allgemeintiere, sondern auch um das Wohl des Individuums, also des individuellen Tiers. Und deswegen mache ich mir darüber natürlich auch ein bisschen Gedanken. Und das ist ein super spannendes Kapitel. Kapitel Nummer 5, die ethische Sicht auf das Projekt. Aus reiner Sicht des Tierschutzes ist das Projekt tatsächlich ein wenig fraglich. Die letzten zwei nördlichen Breitmaulnashörner zum Beispiel lebten für ihre Erhaltung jahrelang in Gefangenschaft. Das tun sie zwar gerade nicht mehr, aber es ist Teil ihrer Geschichte. Und für die Befruchtung beispielsweise werden sie in Narkose versetzt, was sie möglicherweise eben auch unter Stress setzt. Es werden dann ihnen Versuche durchgeführt, im Grunde als wären es Objekte. Und wenn dann zum Beispiel irgendwann ein südliches Breitmaulnashorn ein nördliches Breitmaulnashorn austrägt, dann wird es ja irgendwann auch wieder von der Mutter getrennt, damit es dann die Verhaltensweise des nördlichen Breitmaulnashorns erlernen kann, wie Karim ja eben auch schon erklärt hat. Und dieser Entzug der Mutter ist natürlich auch ein drastischer Entzug. Deswegen ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, eben auch aus ethischer Sicht, ob es okay ist, in Kauf zu nehmen, dass sich einzelne Individuen unwohl fühlen, um eben so eine gesamte Population wieder herzustellen. Fragen wir mal Karim, was denkst du darüber? Jetzt wird es ethisch ein bisschen tricky, denn Artenschutz ist kein Tierschutz. Beim einen geht es halt um den Schutz des individuellen Tieres, beim anderen um den Schutz ganzer Arten. Hier gilt es dann abzuwägen, wie viel man dem Individuum zumuten kann, um die Art zu schützen. Und da es hierfür keine richtige Antwort gibt, forscht das Leibniz-Institut parallel auch an der ethischen Sicht auf Artenschutzprogramme. Meine persönliche Sicht ist folgende. Wir haben dem Rhino seine Lage eingebrockt und trotzdem müssen die letzten beiden Exemplare jetzt ausbaden. Und deshalb ist es unsere Pflicht, ihr Überleben zu retten und dabei so pfleglich wie möglich mit ihnen umzugehen. Zum Glück passiert genau das. Es wurden beispielsweise auf die Rhinos angepasste Technologien für Narkosen entwickelt. Genauso für die künstliche Befruchtung. Diese ganzen Technologien kommen anderen Arten zugute, für die das Nashorn gerade der Vorreiter ist. Und es geht noch weiter. Nashörner haben halt einen verdammt hohen Symbolwert. Ich meine, das sind friedliche Grasfresser, aber halt im Körper eines riesigen Panzers mit einem fetten Horn auf der Nase. Ich will gleich mal nachgucken, wie lange gibt es das Nashorn schon. Das würde mich sehr interessieren. Und eben weil Nashörner so symbolträchtig sind, gibt es besonders viele Fördergelder für den Erhalt ihrer Art. Man kann jetzt zynisch sagen, dass es typisch Mensch ist, dass wir in dem Jenga-Turm dann doch lieber erstmal den besonders schönen Stein schützen. Aber ich muss sagen, mir doch egal, solange wir überhaupt irgendwas schützen und solange die Technologien, die beim Rhino entwickelt werden, auch den ganzen anderen Steinen weiterhelfen. Und genau das passiert ja gerade. Ja, das stimmt schon. Also man rettet lieber einen coolen Tiger als irgendeinen Borkenkäfer. Aber trotzdem, ich gebe ihm auch recht, gute Tat ist gute Tat. Außerdem wird in Zukunft der Artenschutz den Tierschutz begünstigen. Denn freilebende Tiere in einem gesunden Ökosystem, die müssen zum Beispiel nicht mehr im Zoo versauern. Danke dir, Karim. Wenn wir schon über die Sinnhaftigkeit dieses Projekts sprechen, dann hat es neben dem reinen Schutz von aussterbenden Arten tatsächlich auch noch andere Vorteile. Deswegen Kapitel Nummer 6, Karim zu den weiteren Vorteilen des Projekts. Die Technologien, die für das nördliche Breitmaulnashorn entwickelt wurden, sind so krass, dass davon alle Tierarten profitieren, die vom Aussterben bedroht sind. Denn alle Tierarten mit weniger als 50 Exemplaren können sich nicht mehr selber aufrechterhalten. Genau das meinte ich. Es gibt so eine Anzahl, 50. Da reicht dann eine Krankheit oder schießwütige Wilderer, um die Art auszurotten. Und schon jetzt starten in anderen Ländern Projekte mit anderen Tierarten, die knapp an diesen 50 Exemplaren sind. Und in diesen Ländern gibt es dann wieder Aufklärungsprogramme für die Bevölkerung. Es gibt Förderprogramme für Umweltschutz und generell viel mehr Aufmerksamkeit für die Relevanz von Artenschutz für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Das Rhino-Projekt. Muss ich gerade mal überlegen, dass von einer Tierart weniger als 50 weltweit existieren. Das ist auch so absurd irgendwie. Hat laut Steven jetzt schon die Augen und Ohren von mehr als 4,2 Milliarden Menschen erreicht. Sorgen wir dafür, dass es noch ein paar mehr werden. Okay, an dieser Stelle noch ein letztes Mal Dankeschön, Karim, für deine Input in diesem Video hier. Wir merken also, das Projekt hat schon einige Vorteile und ich war super aufgeregt, mit Steven zu sprechen und zu merken, dass die Wissenschaft hier wirklich an, das sind super innovative und revolutionäre Technologien. Auf der anderen Seite gleichzeitig finde ich natürlich super schade, dass wir überhaupt erst an diesem Punkt
Punkt sind, dass man solche Arten quasi wiederherstellen muss. Und ganz klar ist auch, dass man hier sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich meine, hier wird mit einer Ethikkommission zusammengearbeitet und das ist super wichtig. Aber ich glaube, es ist in der Vergangenheit auch schon oft schief gegangen, wenn der Mensch versucht hat, Gott zu spielen. Und ich glaube sehr an die Wissenschaftler bei diesem Projekt. Aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass wir Menschen, und zwar wir alle, ihr im Publikum und wir auch, uns vor allem auch unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt, gegenüber der Tiere bewusst sind. Und dass uns vor allem klar wird, dass Nashörner und das Horn des Nashorns einzig und alleine auf den Kopf des Nashorns selbst gehört und nirgendwo anders hin, vor allem nicht in irgendeiner pulverisierten Form. Und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viel noch tun wird, was das Thema Wilderei angeht, sodass ganz viele Arten, auch die, die noch nicht vom Aussterben bedroht sind, weiterhin die Chance haben, auf diesem Planeten mit uns co-zu-existieren. Ich danke ganz herzlich Steven und ich danke ganz herzlich Karim für die Teilnahme an diesem Video und zum Schluss auch nochmal herzlichen Dank an RhinoShield dafür, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Von sowas braucht es auf jeden Fall mehr. Alle wichtigen Links zu RhinoShield sind auch unten in der Beschreibung und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und eure Meinungen. Bis ganz bald wieder, euch einen wunderbaren Tag noch. Bis dann. Ich gucke mal kurz, wie lange gibt es das Nashorn? 50 Millionen Jahre. Boah. Wie lange gibt es den Menschen? Gerade mal 300.000 Jahre. So, Leute. Machen wir mal einen Rechner an. 100% geteilt durch 50 Millionen mal lächerliche 300.000. Das heißt, dass das Nashorn 99,4% seiner Existenz vollkommen easy peasy dahin gelebt hat und in den letzten 0,6% entsteht so ein anderes Wesen namens Mensch und dann ganz kurz bei 9,99999 wird dieser Mensch so mächtig, dass er einfach mal das Nashorn so wegmacht. Alter Schwede, das ist meine Leistung. Bumm! Muss ich auch mal geben, oder? Krasser Scheiß, ich lasse ein Like da. Finde ich spannend, das Video. Also, ich finde es fast sogar irgendwie, vielleicht bin ich ein bisschen zu zynisch geworden, mich wundert sogar, dass ein Mensch das wirklich macht, so wirklich so Aufwand betreibt. Weil für mich ist es immer so, ja, ist es denn wirklich so schlimm? Dass immer solche Aber-Leute gibt, so, ja, muss man das denn überhaupt machen? Guck mal, wie viel Geld das kostet. Ist es überhaupt logisch? Wäre es nicht besser, das Geld woanders hin zu tun? Und dann macht man einfach gar nichts. So, weißt du, schon erstmal das kaputtreden und sagen, man hat gute Gedanken und dann einfach weg. Das Thema ist am Tisch und man macht dann, keine Ahnung, trinkt ein Bier oder macht Glücksspiele oder Sportwetten oder irgendwas anderes, was einem Leben beschäftigt und das war's dann einfach. Haben wir nicht Eichhörner in Zoos, die zumindest befruchtet werden können? Ach so, ich wollte mal kurz eine Sache googeln. Die Carina meinte letztens was zu mir. Das kann nicht stimmen. Gab es mal Einhörner? Weil Einhörner sind doch Fabelwesen. In Kasan wurde nämlich der Schädel eines sibirischen Einhorns, des sogenannten, gefunden. Dass sibirische Einhorn wirklich gelebt hat, wussten Paläontologen schon länger. Bisher sind sie aber davon ausgegangen, dass vor 43.000 Jahren ausgestorben ist. Es gab wirklich mal Einhörner? Ich bin gerade voll baff. Das wäre ein Fabelwesen. Es gab wirklich mal... Ich bin gerade voll lost. Ich dachte mal, es wäre ein Fabelwesen. Hä? Wild. Wissenschaftler beweisen, dass extra existieren. Aber sie ausgeschoben sind vermutlich. Der Washington-Einhorn-Mythos. Warum Einhörner heutzutage blieb. Egal. So viel dazu, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Glückwunsch an Jonas für das super schöne Video und eine coole Zusammenarbeit. Ich hoffe mal, dass es was bringt und dass es was wird. Am Ende geht es meinen Verstand hinaus, diese ganzen Ökosysteme, die Zusammenhänge und so weiter. Da kennen sich Menschen, die davon Bescheid wissen, viel besser aus. Ich bin froh, dass man überhaupt was macht. Ich bin fast sogar verblüfft, dass man was macht. Weil ich habe immer das Gefühl, die Menschen machen nichts. So. Nicht, wenn es ihnen selber richtig wehtut. So. Aber scheinbar gibt es da ein paar richtig gutige Menschen mit viel Gehirn im Kopf und die machen was. Geil. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann.